Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Ich habe zurzeit so Spaß an FIFA-Videos, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es macht mir einfach Bock, ein paar Challenges auszuprobieren, habt ihr in den letzten Videos ja auch schon gesehen. Und heute mache ich mein allererstes Buy First Guy Video. Ich habe gerade mit dem Gamer Brother darüber getalkt, wie das nochmal genau funktioniert. Er hat es mir nochmal erklärt. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich habe jetzt hier eine Mannschaft, die ist leer und wir gehen jetzt immer auf den Transfermarkt und kaufen den ersten Spieler, den wir sehen. Das heißt, ich werde am Ende dieses Videos eine Mannschaft haben, die wahrscheinlich 10 Chemie hat. Wir machen auch jetzt nicht auf irgendeine Liga spezifisch oder irgendeine Wertung spezifisch, sondern wir machen einfach bei First Guy komplett immer den ersten Spieler, den wir bekommen. Und ja, erstmal würde ich sagen, gucken wir uns die Formation an. Ich gehe hier mal auf ein ganz entspanntes... Ja, so ein ganz klassisches 4-1-2-1-2 machen wir jetzt. So, geht los mit dem Torwart, würde ich sagen. Wir ersetzen ihn durch einen Spieler vom Transfermarkt und das ist Takimoto. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr gut. Takimoto ist direkt mein 55er Torwart. Natürlich müssen wir mit diesem Team dann auch am Ende ein Spiel gewinnen, ist natürlich ganz klar. Und mit diesem Torwart sieht das auch schon mal Weltklasse aus, Leute. Das ist auch schon mal Weltklasse. Der Innenverteidiger ist am heutigen Tag Beruzutski und den müssen wir ganz schnell kaufen, dass wir den noch bekommen, Leute. Ich würde sagen, da ist die Chemistry schon mal richtig am Start, Leute. So, Rechtsverteidiger habe ich jetzt außerdem gemacht. Peruzzi? Ach nee. Du musst jetzt aber nicht für die 10k kaufen, oder? Ich biete jetzt auf den, Alter. Das muss ja auch klar gehen. Mach einfach so, da kriege ich den sowieso. Oh, ja, okay. Zack, auf dem ist jetzt geboten. Das gebe ich mir sonst nicht. Also bis jetzt habe ich, also man kann es sozusagen so sehen. Ich habe bis jetzt Glück, dass die Spieler noch nicht so teuer waren. Aber natürlich sind die Spieler dafür noch nicht so gut. Der nächste Innenverteidiger ist... Ey, was die hier für Preise, was die für ein Selbstbewusstsein haben, wenn die hier Leute auf den Transfermarkt stellen. Ne? Das ist unglaublich, Leute. Unglaublich. So, Gebot ist jetzt da für 550. Mein Linksverteidiger am heutigen Tag ist Calvo. Alter, ich habe aber auch richtig Glück heute mit den Spielern, ne? Also das ist ja wirklich eine Bombenmannschaft, die ich hier bis jetzt auf die Beine gestellt habe. ZTM geht weiter und da haben wir Hendrix. Da gehe ich auch auf Bieten. Ey, wenigstens Fernandinho hätte ich bekommen können. Okay, komm, ey, da bieten wir jetzt mal so 600, ey. Zack. Ja, ja, okay. Den habe ich darauf geboten. So, habe ich jetzt die anderen Spieler bekommen oder nicht? Das weiß ich jetzt nicht genau. Muss ich jetzt mal gucken. Ah, die habe ich bekommen, die beiden. Und der dauert jetzt noch 16 Sekunden. Also Leute, ihr seht mein God-Squad bis hierhin schon mal. Also das ist ja wirklich ein Baba-mäßiges Team gerade, Leute. So, mein ZOM am heutigen Tag. Oh, Snyder, da haben wir tatsächlich mal einen Rare-Spieler am Start. Sogar ein Holländer, der hat ja sogar, der hat ja hier sogar einen Link, Leute. Das ist ja der Wahnsinn, der Hammer schlechthin, Alter. Unser linkes Mittelfeld, Garcia. Oh, da bieten wir aber auf jeden Fall drauf. Ja, also da kriege ich ihn safe für das Geld. Okay. Dann unser Stürmer ist Escalante. Den kaufen wir auch direkt. Escalante ist unser Stürmer hier am Start. Der andere Stürmer ist Milik. Oh, das ist auch gar nicht so schlecht, ey. Genau solche in dieser Kategorie habe ich mir eigentlich gewünscht. Zack, rechtes Mittelfeld haben wir am Start. Mané. Ah, okay, okay. Da haben wir auch mal 750 drauf und warten jetzt noch ein bisschen. So, die Bank mache ich jetzt erstmal easy XP voll hier mit legendären Spielern. Okay. Ja, hier ist mein legendäres Buy First Guy Team. Ohne Witz, es wäre nicht so schlimm, wenn der Torwart nicht so kacke wäre, Alter. Mein Gott, Alter, 55 Torwart. Wie groß ist denn der Typ, Alter? Der Typ ist 1,90. Okay, immerhin, ja. Takimoto im Tor, Alter. Ja, ich würde sagen, damit machen wir doch einfach mal ein schönes Online-Einzelspiel. Okay, wir kriegen 41 Chemie zusammen. Der absolute Wahnsinn, Alter. Leute, ganz ehrlich, wir machen jetzt einen Move, Alter. Wir machen jetzt einen Move. Wir trainieren den Typen. Wenigstens den Torwart trainieren wir, damit wir hier eine kleine Chance haben. Ich weiß, manche werden sagen, kein Ehrenmann. Kann ich verstehen, aber dem Typen geben wir jetzt hier plus 6 alles, Alter. Oh Gott, Leute, ich habe so Angst, sein Team zu sehen. Ich habe so Angst, sein Team zu sehen. Okay, also 77er Rating, 100 Chemie. Natürlich alle Rare-Spieler am Start, ein Silberspieler dabei. Okay, 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 okay. Der Typ, ich habe Angst vor ihm. Ich habe Angst vor ihm. Wie viele Brasilianer der vorne hat, Alter. Der hat echt ein Hybrid-Team sogar, Mann. Und ich spiele mit meinem FC Krückstock, Alter. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, oh Gott.
Alter, das wird jetzt ein, das wird ein Grottenkick, Leute. Das wird ein Grottenkick. So. Mané. Snyder mit der Nummer 3, klassisch. Escalante mit dem Fehlpass natürlich. Jetzt die Frage, wie sollen meine Jungs das verteidigen, wenn so ein Jesus hier ankommt? Wie sollen sie das verteidigen? Aber der macht das hier super. Und da ist mein Torwart, der Takimoto hier mit dem Abstoß auf Doom. Ich glaube, noch ein bisschen niedriger, dann geht er auch. Jawohl, Hendrix, Jimi Hendrix hier am Start. Und Milik, und der steckt hier mal durch auf Escalante. Escalante schießt aufs Tor, aber Handanovic hält ihn fest. Boah, es wäre so geil, mit diesem Team zu gewinnen, Leute. Das wäre so ein geiles Gefühl. Boah. 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 Jawohl, der läuft sogar schnell, der Mané. Boah, der bleibt am Ball. Schöner Pass. Milik, Pfostenschuss. Mit dem Pfostenschuss, Milik, Alter. Ich glaub's nicht. Mit dem Pfostenschuss. Und die Verteidiger machen das auch gut hier gerade. Zack. Snyder. Schöner Pass. Ah. Boah, klasse gemacht. Escalante. Bringt den Ball. Bringt den Ball. Milik. Oh Gott, das ist ein Einwurf. Das ist ja traurig. Der macht den Ball zum Einwurf. Bringt er den raus. Ich kann nicht mehr. Aber bis jetzt spielt mein Team nicht schlecht. Ist schon was anderes, Marcelo Linksverteidiger zu haben oder den Typen da gerade. Ja, jetzt ist halt schwierig, was sollst du da machen? Boah, meine Verteidiger. Er will das Solo machen, er will mich so töten. Er macht das Solo auf Doom. Er fickt meine Mutter. Meine Mutter wurde so gefickt, Leute. Er hat, Alter, dass er, ich kann so froh sein, dass er den gehalten hat. Das wäre das Gegentor des Jahres gewesen. Oh nein. Oh, unglaublich, was hier passiert. Unglaublich. Escalante, Alter. Alter, das ist nicht. Escalante passt hier so gut, der Name zum Programm, Alter. Das ist unfassbar, was die Jungs gerade verteidigt haben. Und Hendrix mit der ersten Grätsche. Die zweite geht nicht durch. Oh, Leute, was habe ich gerade für ein Glück gehabt. Oh, oh. Nicht gut. Oh mein Gott. Oh. Der weiß halt auch, dass er tricksen kann gegen so ein Team. Weil es ist so schwer, diese Verteidiger überhaupt zu lenken, Alter. Ich muss jetzt einfach chillen und immer... Ja, guck, das ist jetzt ein Freistoß wieder, weil meine Jungs können es ohne Foul nicht klären. Er schießt mit dem Torwart, Leute. Ich bin dann der arrogante Wichser. Ey, das gibt's nicht. Was machen meine Spieler? Hallo? Oh Gott. Ey, Leute, ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Meine Jungs sind schon so erschöpft, glaube ich. Da kommt mal das Päschen auf Snyder. Der kann sich aber nicht durchsetzen. Oh. Snyder war früher so krank auch. Talante Milik setzt sich durch. Milik, der wartet natürlich jetzt. Doppelpass. Mann, nee, kriegt den Ball nicht richtig runter. Ich kann nicht mehr. Snyder. Ach. Manu Garcia, Digga. Oh. Oh. Hendrix kämpft hier schon wieder um sein Leben. Ich kenne meine ganzen Spieler halt nicht, weil das ist so lustig. Oh. Mein Spieler zu steuern ist wie LKW fahren. So schwer. Oh. Oh. Oh, hör auf. Nein, da ist es passiert. Das darf nicht passieren. Gabriel Jesus, Alter, Mann. Belastend. Oh Gott. Oh, mein Torwart hat ihn. Er hat ihn einfach. Jetzt vielleicht mal hier ein bisschen Platz. Hendrix versucht hier den Pass seines Lebens. Die Jungs sind überfordert. Oh, ich versuche nochmal Snyder, jawohl. Einfach mal aufs Tor bringen. Und dann kriege ich hier auch noch den Block in die Fresse. Wie gemobbte Schulkinder. Oh Gott. Milik. Milik und Handanovic hält das Ding. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Manu Garcia setzt sich hier Weltklasse durch. Garcia nach wie vor am Ball.
Flanke auf Mané, aber das reicht nicht. Alter Leute, jetzt wird es hier ein Krimi. Jetzt habe ich echt eine Torchance gehabt gerade. Meine Jungs können auch gleich nicht mehr. Och Gott sei Dank. Was für ein Spielzug auf Wesley Snyder, was für ein Spielzug. Bitte mach ihn, ich mach ihn nicht, ich mach ihn nicht. Ich lauf zu lange, ich lauf zu lange. Ich könnte mir in die Fresse boxen. Ich könnte mir so in die Fresse boxen. Ich will nicht wissen, ob die Leute rechts oder links Fuß sind. Das 2-0 wird jetzt einfach wehtun, aber mein russischer Verteidiger. Sein Name ist zu kompliziert, aber er macht sein Ding gut. Der Ball kommt nicht an, kommt nicht an. Wir gehen sehr offensiv, Leute. 78 Minuten sind rum. Und jetzt vielleicht Escalante. Kann der sich hier irgendwie durchsetzen? Bringt den Ball auf Milik, der aufs Tor. Und Handanovic mit der Glanztat. Das ist nicht normal. Eine Ecke, die mein Torwart ausführt. Was ist das denn für ein Scheiß? Nicht Hakimoto sollte diese Ecke ausführen. Bring meinen Verteidiger jetzt irgendwie hier hinten rein. Irgendwie auf Hendricks, der den Ball aber verliert. Oh nein, und da ist Gabriel Jesus schon durch, Leute. Das ist nicht normal. Takimoto, bitte. Takimoto, Takimoto. Takimoto geht zu. Nein, er trickst ihn rein mit der Hacke. Scheiße, Mann. Das. Oh, komm. Ah, belastend, Mann. Wir hatten die Chance gerade noch. Und dann waren sie durch. Und ja, schönes Tor. Da kann Takimoto wird sogar noch getunnelt. Ja, was willst du da machen? Ja, 2-0 verlieren wir das Ding leider. Kann man nichts machen, meine Jungs haben gekämpft, Leute. Wenn euch das Video gut gefallen hat, lasst gerne ein Like, dann mir hat es extrem Spaß gemacht. Hier ist nochmal der Pfostenschuss direkt am Anfang, der hat reingemusst. Och. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.